Warum sollte ein Team einen Teamchef haben? Und wie wird er gewählt? Es gibt zwei Gründe dafür. Zum einen, weil er es ist, der die Entscheidungen trifft und der so den Druck von seinen Mitspielern nimmt. Außerdem hat man nur eine Minute, bis die nächste Kugel zu spielen ist. Es muss also schnell und klar entschieden werden. Wie aber wähle ich meinen Teamchef? Es sollte jemand sein, der gewohnt ist zu entscheiden. Es sollte ein erfahrener und kluger Spieler sein. Er kann vor dem Wettbewerb, aber auch vor jeder Partie bestimmt werden und wird sowohl im Doublett als auch im Triplett gebraucht. Im Doublett sind es zwei Personen, eine gegen eine. Deshalb braucht man einen Teamchef, der die finale Entscheidung trifft. Im Triplett gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder wird, wie im Doublett, ein Teamchef bestimmt, oder es gibt einen Mehrheitsentscheid, 2-1. Alles klar, ich bin soweit. Auf geht's zur nächsten Runde.